Freunde der Sonne und damit herzlich willkommen Musik zu einer neuen Folge Trainer Go. Wir können halt mal wieder ein Pokémon beschwören. Yeah! Wir haben auch ewig drauf gewartet, länger als Kyokre. Der aufmerksame Zuschauer kann natürlich... Ist Musik laut? Damit kann der aufmerksame Zuschauer natürlich direkt sagen, zack, Necrozma ist es nicht, sondern das andere, was er noch übrig hat. Und damit seid ihr genau auf dem richtigen Pfad. Es ist Darkrai. Doch zuerst möchte ich erstmal meine über 100.000 Diamanten begutachten. Guckt es euch an. Heute früh war es relativ witzig, da musste ich lachen, als ich aufgestanden bin. 5.03 Uhr. Da hatte ich 101.010 Diamanten. Was als Dezimal... Ist das Dezimal? Was als Binärcode der 42 entspricht. Und das von einem Freitag. Ha, damit war mein Sinn des Lebens direkt klar. Weiter sparen. Weil ich einfach nicht weiß, worauf ich sparen möchte. Es gibt schon den ein oder anderen freundlichen Vorschlag. Hey, hol dir Capofala und Selfie und mach ein geiles Psycho-Team. Oder mach ein geiles Feen-Team. Oder mach ein geiles Elektro-Team. Oder lass den Riesenpenis wachsen. Das letzte wäre mir am liebsten, aber da hilft halt echt nichts. Naja. Ja, freut mich, dass man jetzt auch wieder eine... Warte mal, jetzt muss ich kurz überlegen, wenn 101.010 Diamanten 42 war, dann dürfte das 647 sein, die Zahl? 8, 7, 6? Ich glaube 47. 47. Sollte ich daneben liegen, malt mir einen Penis. Den habe ich dann verdient. So, erstmal Gildenbelohnungen abholen, damit man das System zerstören. So, jetzt haben wir nämlich eine 203 dabei. So. Ja, ach ja, beschwören. Necrozma. Das war aber immer wieder lecky. Necrozma, hier, das gute Ding. Ich habe so ein bisschen Stupfen. Spiele ich aber jetzt gerade erst. Ich habe schon den ganzen Tag Hals. Ich denke, das ist die Klimaanlage. Ich habe so ein bisschen was in der Nase stecken. Okay, nicht wichtig. Es ist pfiffig. Minus Spezialangriff plus Spezialverteidigung. Naja, ob das jetzt so pfiffig ist. Ich denke nicht. Dagegen, das Darkrai hat Minus Angriff plus Initiative. Weil vor vor zwei Tagen. Gestern kam Morrow Island. Was übrigens gerade so fertig geworden ist. Heute kommt Darkrai. Ich brauche immer einen Tag Vorlauf, weil ich war gestern zum Beispiel zum Umzug und da konnte ich kein Video machen, deswegen war ich froh, dass ich einen Vorsprung hatte. Von daher, vorgestern kam die Frage auf, ob sich die Wesen verändern und warum ich mir die Crows mal aufhebe. Aus dem einfachen Grund, jeden Tag 5 Uhr steht auch eigentlich fett hier unten, aktualisieren sich die Wesen und man möchte natürlich, wenn man die Wahl der Qual hat, das beste Wesen. Ne, deswegen ist man da, muss mal ein bisschen Geduld zeigen und einfach aufheben, obwohl ich echt heiß auf die Crows mal bin. Aber man musste cool bleiben. Musste cool bleiben. Komplette Halbzeit. Ich warte eigentlich auf Minus Verteidigung plus Initiative oder sowas. Wenn ich ehrlich bin. Boys. So, aber Darkrai hat halt Minus. Schon wieder in der Nase. Ist aber nichts in der Nase. Kacke. Hat Minus Angriff plus Initiative. Somit ist es ängstlich. Und da es wirklich ausschließlich Spezialangriff macht. Sieht übrigens, ich muss es jetzt für Dummies erklären, tut mir leid, aber die Fragen kommen häufig auf. Spezialangriff, Spezialangriff, Spezialangriff und Spezialangriff. Wenn Angriff da steht, nutzt Angriff. Wenn Spezialangriff da ist, nutzt Spezialangriff. So, Dummy ist Sachen erledigt, hat perfekte Wesen, Beschwörmer. Ja. Zack, Darkrai. Kniet nieder, ihr Nerds. So, Monster. Ist Unlicht, ne? Oder? Ist das Geist oder Unlicht? Unlicht. Unlicht. Das ist mein vorletztes Unlicht-Pokémon. So, wen hast du so im Wohlwollen? Ein Gengar, das können wir dir geben. Zwar nicht ideal, aber das können wir dir geben. Freundschaft. Meh. Aktuellen Mampfhaxum. Relaxo brauchen wir auch noch, aber da fehlen uns die Spiegel. Ein Ibeltal, das sollte fast vollständig sein. Kombination könnte fehlen. Ja, 20. Aktuell, nein.
Aber Darkrai, ich sag schon, Giratina sollte fortschrittlich sein. Damit ist es bei einem Unlicht-Pokémon immer noch vorletzter. Okay. Immer wahrscheinlich auch ein bisschen hochziehen. Komm, machen wir wieder die anderen erstmal alle Stufe 61. Wenn man zu schnell drückt, verschenkt man EP, okay. Machen wir halt 64 draus. Zack. Sei stolz auf dich, sei nicht mehr vorletzter. Oh, 5 stärkstes Pokémon. Okay. Gut, müssen wir uns jetzt nicht wirklich angucken. Zuchtlevel, ich glaube, ich weiß nicht, ob es welches war. Ich glaube, Cresselia, Wohlwollen, ja, Darkrai. Damit wird Cresselia schneller. Plus 22 Kombination, das ist mir zu viel. Aber 15, das genehmige ich. Weil das nicht so viel ist. 766. Ist, können wir uns gönnen. Das können wir uns mal gönnen. Und ist damit... Jetzt möchte ich es wissen. Unlicht. Mein drittstärkstes Pokémon. Okay. Schlinking. Ibeltal und Darkrai. Entschuldigung. Was gibt's heute für Events? Das wollte ich euch nochmal zeigen, weil es heute relativ interessant ist. Es gibt wieder mal Spinrad. Gut, das gab es die letzten 3 Tage auch. Es aktualisiert sich auch. Bei uns auf dem Server machen das extrem viele. Ich will nichts mit das Spiel reinbuttern, weil es irgendwie nichts zurückgibt. Von daher eigentlich nur noch Monatskarte und dann Schluss. Was eigentlich schon zu viel ist. Und das Großgeschenk, was relativ interessant ist. Es gibt einmal 100 Duellturmpunkte. Die Nebenbelohnungen lasse ich jetzt einfach mal weg. Für 300 Diamanten. Es gibt 1000 Durchbruchskarten. Warum hätte ich immer Discord gestört, Goku? Durchbruch. 1000 Durchbruchskarten, womit ich selbst überlege, ob ich sie mir hole. Für 6000 Diamanten. Weil das ist einfach mega geil. Und es gibt das erste Mal die Krone, welche den maximalen DV-Wert erhöht. Die bekommt man normalerweise sonst, vielleicht ist sie heute drin. Tagesaufladung ist nicht drin. Ich glaube sonst bei 15, ich meine es bei 15.000 ist es 15 oder 25.000. Also entweder 150 oder 250 Euro sind die Kronen sonst dabei. Allerdings, nach einer kurzen Absprache und kurzen Berechnungen sind wir auf den Entschluss gekommen, die 20 Kronen entsprechen ungefähr 600 Durchbruchskarten. Und damit gibt es hier fast das Doppelte für weniger Diamanten. Und ich überlege gerade, ob ich mir die Durchbruchskarten hole. Was meint ihr? Weil das sind 1000 Durchbruchskarten. Hier kostet eine Durchbruchskarte 6 Diamanten. Und mit den Durchbruchskarten, jetzt weiß ich nicht mehr, wie viel man für eins braucht, kann ich auf jeden Fall Necrozma mal nachziehen. Kann ich dann später Rayquaza nachziehen mit dem, was ich noch habe. Schon? Lass mir noch kurz Bedenkzeit. Ich weiß es wirklich nicht. Mal kurz mehr Diamanten. Jetzt sind wir gerade bei über 100.000 Diamanten. Was gibt es heute im Verbrauch? Machen wir es mal ein bisschen davon abhängig. Hier gibt es nochmal ein paar Durchbruchskarten. Die Trage-Items kann natürlich was Schönes drin sein. Schön ist, dass hier relativ früh schon Durchbruchskarten dabei sind. Damit komme ich heute auf 7000 ist weit entfernt, da will ich auch nicht drüber gehen. Wobei, wenn wir heute auf 7000 Verbrauch gehen. Ich muss nebenbei schreiben, weil ich habe heute nur bedingt Zeit. Nehmt es mir nicht übel. Ich bin halt auch noch am Überlegen, ob oder ob nicht. Letztendlich mache ich es eh. Man kann es sich nur einmal kaufen. Was schon mal gut ist. Die Kronen
lohnt sich nicht wirklich. Weil wenn man es einmal alle Pokémon hat, dann ja. Das war dann 7k Verbrauch. 50 Durchbruchskarten. Geben heute mal 7000 Diamanten aus. Also heute und morgen, weil ich muss heute zwei Folgen machen. Eigentlich sogar drei, weil ich die andere von gestern musste ich nachsynchronisieren. Ich überbrücke jetzt mal meine Bedenkzeit nebenbei ein bisschen. Indem ich hier mal meinen internationalen, ist der falsche, meinen internationalen Stehlrang zeigen möchte. Ich bin Platz 41. Platz 40 ist auch schon in Sicht sozusagen. Kann ich eigentlich Darkrai so ein bisschen nebenbei hochziehen? Hauptquartier, was ist denn aktuell so drin? Ich weiß, dass meine 94er alle Freundschaft 90 haben. Mio lasse ich drin, weil es eine Kurzmal wird. Kyoko, weil ich es nachziehen möchte. Schlinking brauche ich aktuell gar nicht. Brauche ich wirklich gar nicht. Bin auch kein Fan vom Schlinking. Ich finde es stark, ja, aber ich persönlich bin kein Fan von. Stattdessen ein bisschen Darkrai hochziehen. Zumindest Freundschaft 30, dass man dann nach und nach. Auch Kyoko muss man weiter buttern. Wer jetzt aufmerksam ist, kann vielleicht schon das Video für morgen erahnen. Warte, ich mach's von der dritten. Ich lasse jetzt eine andere Person entscheiden, ob wir heute den 7k Verbrauch machen oder nicht. Ich werde es mir wahrscheinlich holen. Weil, wenn ich meine Erinnerung recht entsinne, kostet normalerweise eine Durchbruchskarte 10 Diamanten. Und wenn es nur 6 kostet, das ist halt fast die Hälfte. Ist halt echt stark und damit kann man viel Kraft generieren. Apropos viel Kraft. Ah, ist doch hinter mir, okay. Bild sammeln bin ich auch schon übelst abgerutscht. Gut, ich kann noch ein bisschen was holen, aber. Der soll jetzt entscheiden und solange machen wir halt noch irgendwas anderes. Oh, schlimm. Darkrai ist schon über Kyogre, alles klar. Ach, wegen Zuchtlevel, okay. Was gibt man am Darkrai als Dings? Auch Schwarzgurt? Was macht ein Undicht? Drachenzahn? Tatsache. Wenn wir noch einen 8er Drachenzahn, den kriegst du Darkrai. Und schon ist es vor Pikachu. Nice. Warte jetzt nur auf die Antwort, solange überbrücken wir das. Ich glaube, ich muss noch Champions, die können ein paar Spiele machen. Ah. Heute ist Freitag, ich habe noch 10 Spiele offen. Ist halt auch schwer, wenn man gerade gegen die ganzen 6 Millionen Boys kämpft. Naja, oh, da kommt die Antwort. 7k lohnt sich. Sonst würden es sich erst wieder lohnen. Wo lohnt sich denn 7k? Ich breche das jetzt ab, das mache ich gleich. Verbrauch. Jetzt nochmal ganz kurz für Dummies. Es kostet 6000. Sind 50 Durchbruchskarten. Brauche ich einen Taschenrechner. Die 400 Bären sind halt interessant und auch eigentlich die 100. Ach, wisst ihr was? Wir haben jetzt mal 100.000 Diamanten. Ich weiß es nicht. Wir kaufen uns das jetzt. Schnauze voll. Bin ich wieder unter 100.000. Jetzt müssen wir noch ein paar Diamanten loswerden. 7 bis noch 1.900 Diamanten loswerden. Weil mit der Energie, gut, ich kann mal ein Folgevideo machen. Auf 6700 kommen wir. Kommen wir jetzt nochmal Hauptquartier. Was für
1890 Diamanten wäre ideal. Ich glaube, Tisch ist mir das teuerste. 1800. Erhöhen schon Diamanten. Entschuldigung. Und wir kaufen uns halt viel Kleinmist. Wisst ihr was? Das machen wir in der nächsten Folge. Das machen wir in der nächsten Woche. Wir gehen ja in der nächsten Woche ein bisschen im Hauptquartier shoppen. Nicht viel, aber ein bisschen. Von daher bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. It's okay to sit with shit hurts. Don't forget your dreams, cause they'll get you through this. So-called life, they call living, but I call it strange. And I bet I'll do it, cause I'm on my way. And strong enough that I can shake the pain. Hey, Mr. Sunshine.